Wir nehmen euch diesmal mit auf eine Tour ins Wallis. Hier haben wir euch schon Ausschnitte von der Hinfahrt gefilmt, weil die auch sehr idyllisch über einige Pässe drüber gegangen ist. Insgesamt waren wir fast 8 Stunden am Weg, aber wie gesagt, die Fahrt war super eindrucksvoll und von dem her auch schon ein echtes Erlebnis. Grüß euch! Hallo, wir sind gerade am Weg in die Aletsch Arena ins Wallis Wallis! und die Auffahrt hier ist schon sehr beeindruckend. Stausee 1, Stausee 2, echt ein cooler Pass. Und den dritten sieht man nicht. Bei uns geht es gerade über die Hängebrücke. Schaukeln verboten. 100 Meter sind es anscheinend, hat gerade einer vorgelesen. Also GoPro besser nicht fallen lassen. So hoch hält nicht mal die aus, fürchte ich. Da bin ich schon mit dem Radl drüber gefahren. Bereits am ersten Abend sind wir direkt mit Raclette empfangen worden. Besser und schweiztypischer geht es ja vermutlich kaum. Und da seht ihr mal, wie das ausgeschaut hat. Ich finde das super cool, wenn der Käse so schmilzt und diese Bläschen bildet. Schmeckt? Oh. Klapp, klapp, eins. Die erste. Grüezi aus der Schweiz. Grüezi. Wir sind in der Aletsch Arena unterwegs und wir schauen uns heute mal ein bisschen den Stoneman an und was es hier eben sonst noch so alles zu erleben gibt. Das Wetter ist mega. Wir werden außer Radfahren auch noch ein bisschen was anderes machen, aber das folgt die nächsten Tage. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall an. Ich denke, viel erlebnisreicher als hier wird es wahrscheinlich kaum gehen. Aletschgletscher, das sagt schon alles, finde ich. Das ist mega. Ich war schon mal hier und es ist atemberaubend, kann man schon mal vorneweg sagen. Also bleibt wirklich dran. So, die ersten Kühe sagen auch schon Hallo. Hallo? Ja, sag mal Hallo. Bist du heute schüchtern? Hallo? Ja. Hallo? 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 Bei uns geht es jetzt hier pedalierend weiter. Den ersten Teil haben wir ja mit der Gondel gemacht. Liegt auch daran, dass wir eben einfach möglichst viel sehen wollen. Und dadurch haben wir jetzt halt schon gigantisches Panorama, obwohl wir erst ein paar Höhenmeter gemacht haben. Und auch vorneweg mega, mega schön. Heute haben wir übrigens fachkundige Begleitung aus der Region. So, wer bist du denn? Ja, ich bin der Silvio Bergdolf von der Aletscher Region. Hab vor 3 Jahren den Instruktor gemacht, Bike-Instruktor, ein Hobby zum Beruf gemacht, aber leider kann man von dem noch nicht ganz leben. Ich habe ein Restaurant und ein Sportgeschäft, oh. So kann ich das gut kombinieren. Sehr gut. Super. Und was hast du uns da gerade gezeigt? Ihr seht hier, ja, hier hinten sind wir ein bisschen verschlafen im Schatten, den Fieschergletscher. Man sieht ihn fast nicht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Er ist so ein bisschen der Vorläufer und dann nachher hinten zum großen Aletschgletscher, den wir später sehen. Sehr gut. Aber schaut mal, wie es hier einfach ausschaut. Es ist wirklich malerisch. Bei uns geht es jetzt ins Verlies, sozusagen nach Muria. Circa 1 Kilometer. So. Hä? 1 Kilometer. Ja gut, das kennen wir alle von der Transalp. Da haben sie uns auch weit und lange in das Zeug reingeschickt. Das sieht gut aus. Das sieht tatsächlich sehr gut aus. Viel Wasser. So, hier geht's wieder raus für uns. Mal schauen, was uns jetzt erwarten wird. Oh, Schafe! Ein See würde ich mal tippen da oben. Cool. Und dann haben wir uns auf den Trail begeben zum Aletschgletscher rüber und runter ein Stückchen. Den gleichen Weg muss man auch wieder zurück, aber man kann den im Großen und Ganzen sowohl runter wie auch rauf biken und das ist natürlich super cool. Die Aussicht war einmalig und von dem her schon mal ein gebührender Start in unseren Schweizaufenthalt. Und falls diese Art von Weg doch ein bisschen zu anspruchsvoll für euch sein sollte, könnt ihr die Bikes auch einfach oben absperren. Dann geht man circa 15 Minuten zu Fuß hin. Und ja, ich denke, das ist durchaus machbar für uns alle und definitiv ein Abstecher wert.
Da vorne seht ihr jetzt den Gletscher. Ich hoffe, es sieht aus der Kamera ähnlich gut aus. In echt ist es echt eindrucksvoll. Und wir fahren das jetzt runter, aber kommen das dann auch wieder zurück rauf. Man könnte auch einfach nur zu Fuß hingehen. Passend zum Stichwort. Hier die Felsabstände, das ist schon manchmal klassenträchtig. Hallo? Hallo? Wie heißt du denn? Also ich bin der Nico. Hallo. Ja, und wer bist du? Bist du mein Merino-T-Shirt? Bald? Ja? Bist du mein Merino-T-Shirt? Ja. Hoi! Die Schule hat schon begonnen, jetzt hopp hopp, gell? Ja. Ja, was denn? Wer bist du denn? Hast du einen Attest? Nein? Ja. Ja, okay. Tschüss. Wir haben mega Aussicht. Und hier sieht man Mönch und Jungfrau. Sehr gigantisch. Und eben einfach diesen Gletscher. Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich die meisten von euch, Eiger, Mönch, Jungfrau, kennt jeder. Ich habe die ganzen Bücher über die Eiger-Erstbesteigung gelesen, nachdem ich in Nepal war, witzigerweise. Hat nichts miteinander zu tun, aber irgendwie doch ins Bergsteigen reingepasst. Und der Nico zeigt gerade her, dass er schon mal hier war. Aber das bin ich nicht, aber ist ja egal. Wie lange ist her? Oh, ich weiß es gar nicht. Müsste ich mal fragen. Ich glaube so 2-3 Jahre. So, ich schaffe Mittagspause. Oder? Was sagt ihr dazu? Das wäre auch ein Checkpoint vom Stoneman. Da seht ihr also genau das, was wir jetzt auch gesehen haben. Merjela. Und so heißt auch der See, wenn ich das vorher richtig verstanden habe. Und der ist für die Beschneiung unter anderem, aber auch für die Wasserversorgung. Und dafür wurde eben dann auch der Tunnel gebaut, dass die Wasserleitung durchgehen kann. Und jetzt kann das Skigebiet im Falle des Falles innerhalb von 14 Tagen, wenn es kalt genug ist, komplett beschneit werden, auch wenn keine einzige Schneeflocke fällt. Schon krass, aber mittlerweile nötig, so traurig es auch sein mag. Da muss man sich anschließen, wenn man zu den Wintersportorten dazugehören möchte. Und hier macht es halt umso mehr Sinn, dadurch, dass es nicht nur für die Beschneiung, sondern eben auch für Trinkwasser und Wasserversorgung der Orte ist. Wir queren jetzt rüber und dann geht's in den Trail, denke ich, weil er hat uns schon gezeigt, wo wir nachher wieder rauskommen. Der sah schön aus. Bin ich gespannt. Ah, spannender Tag der Schafe. Ah. Ja, Nico hat sich jetzt auf Schaffilmung spezialisiert. Ja. Der See von hinten sieht auch echt geil aus. Jetzt scheint die Sonne so richtig schön rein. Hallo. Hallo. Ein Schaf mit Helm fährt voraus. Ein sehr liebes Schaf. Ja, für alle, die sagen, Forststraße bergauf ist ihnen zu langweilig. Bisher auch ein ganz guter Trailanteil, aber schön fahrbar, leicht bergauf. Ihr wisst ja, lange bergauf und vielleicht auch schneller bergauf kann ich, aber technisch bergauf kann der Nico auf jeden Fall besser. Gar keine Frage, habe ich ihn direkt mal vorgelassen. Ja, jetzt sieht er aber echt gut aus.
ganz kurz noch eine Aufnahme vom Gletscher. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran gekommen und die Sonne scheint. So, mit dem Handy sind wir noch näher dran, aber das hat natürlich keinen Weitwinkel. Oh ja. Da seht ihr, wie es entlang geht.
Und egal wo man ist, im Hintergrund immer irgendein Gletscher. Yeah! Von der Weite sah das alles so florig aus, aber das kann es schon ganz gut. Der Trail gehört übrigens auch zum Stoneman mit dazu. Finde ich aber cool, dass da trailmäßig auch ein bisschen was drin ist. Hier seht ihr die alten Mauern von einem Hotel. Das ist hier 1915, 1920 gewesen. Das war der Parkplatz und da sind die damals schon mit ihren Käfern oben gestanden. Ich würde mich jetzt kaum hochfahren trauen, außer mit dem Rabel halt. Jetzt haben wir die Gondelbahn gerade wieder gekreuzt, mit der wir in der Früh hochgekommen sind. Und jetzt geht es Richtung Kuhstall, habe ich gehört. Mal schauen, was das bedeutet. Und da wir ganz so viel erlebt haben und das den Rahmen von einem Video einfach komplett sprengen würde, haben wir uns gedacht, mit der Mittagspause teilen wir das jetzt auch einfach mal in zwei Videos auf. Schaltet wieder ein, denn auch beim nächsten Mal werden wir noch so einiges erleben. Euch übrigens auch noch einen kleinen Schwenk zu diesen Kühen erzählen. Das ist auch ziemlich spannend, was da in der Schweiz alles passiert. Und ja, wir springen unter anderem auch noch auf ein Luftkissen drauf.